Popmusik in einer Karaoke-Bar in Hongkong. Stammkunden bekommen hier ihr persönliches Mikrofon. Die Sänger sitzen an hochmodernen Touchscreen-Tischen und suchen ihre Lieder aus. Allein in Hongkong gehen um die 600.000 Menschen regelmäßig zu Karaoke-Veranstaltungen. Für Karen Ho eine Gelegenheit, um die Anspannung nach einer anstrengenden Arbeitswoche abzubauen. Manchmal haben wir zu viel Druck wegen der Arbeit oder des Studiums. Wir können unsere Gefühle nicht rauslassen. Hier können wir mit Freunden Karaoke singen, sehr laut, und manchmal können wir tanzen. Karaoke-Fans schwören auf diese Art von Spaß. Traurige kantonesische Popsongs stehen auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Der Dramatiker Matthias Wu glaubt, dass sich das darauf auswirkt, wie die Hongkonger über Liebe denken. Diese Weltanschauung in Hongkong ist einzigartig, was Ablehnung angeht und wie ich mit Ablehnung umgehe. Wie ich mich selbst schütze, wie ich dafür sorge, dass ich nie zurückgewiesen werde. Wenn ich abgewiesen werde, komme ich damit klar. Oder ich weise jemanden zurück, bevor er mich zurückweist. So eine Strategie. Abseits des schmalzigen Kanto-Pops spielt Karaoke in Asien eine ernste Rolle. Geschäftsleute nehmen Kunden und potenzielle Geschäftspartner mit, um zu sehen, wie sie sich nach ein paar Drinks in privater Umgebung benehmen. In Ostasien ist das Nachtleben und ganz besonders Karaoke für Geschäftsleute ein Muss. Sogar Rechtsanwälte gehen dorthin und machen die Rituale beim Karaoke mit. Wenn man zum Karaoke eingeladen wird und nicht hingeht, dann platzt das Geschäft. Für echte Karaoke-Fans aber ist hier der Ort, um die Arbeit zu vergessen und sich ganz der Musik hinzugeben. Musik.